Ja, ach so, da läuft ja gar ein Computer drum. Nein, das ist eine Bassbox. Das ist der Sound. Ach so, wie kommt man jetzt da drauf? Ja, übers Internet, aber der kann da gewisse Sachen, ne? Ach so, ich habe gedacht, du darfst das praktisch bloß wie den Monitor nehmen vom Internet weg vom Computer. Das ist der Fernseher, dann eingebauten Internetzugang. Via WLAN, also drahtlos. Aha. Und dann kannst du da so reingehen, da hast du deine ganzen. Also musst aber wahrscheinlich irgendwie den Internetanschluss, also der muss in Betrieb sein, da kommt es doch schon was. Ja, das sind halt die Bilder, ne? Du musst eigentlich doch dann da was selber machen. Ich weiß nicht, ob der Flash unterstützt, vielleicht kommt das jetzt mit dem nächsten Update. Das muss ich mal schauen, da bin ich jetzt nicht sicher. Weil das ist jetzt eins der ersten Geräte mit dieser Funktion von Löwe und da gibt es dann auch immer Updates. Das sind hier in diesem Viertel hier ist alles Löwe. Der ist ja in Kronach drum. Der ist in Kronach, ja. Ja, wir haben nur drei deutsche Firmen. Löwe, Metz, Technisat. Ja, ja. Der Metz, Oberfranken, gibt's Franken. Gibt es eigentlich Metz noch wirklich? Live bei Radio Wehkorn, TV Wehkorn, der etwas andere TV-Shop. Ja, und es sollte wahrscheinlich sich immer wieder verändern, weil sonst dort ist es schlecht für den Bildschirm, wenn das immer das gleiche Bild bleibt, ne? Oder halt früher war das halt so, ne? Früher war das so. Ist das nicht mehr so, dass das... Da drüben habe ich ein Bild drin gerät, da sieht man ganz... Und nun zum nächsten Dreh mit Radio Wehkorn. Vom Passbild zum Fernsehbild. Und wohin oder zurück, schauen wir mal. Oh. Kennst du auch die... Black? Nein, nein, jetzt gehen wir zurück in die Übersicht. Jetzt können wir die Nachrichten anschauen. Via Internet. Ah, ja. Also. ARD, Channel, aktuelle Videos und so weiter. Können wir die einzelnen Beiträge abrufen. Wie im Internet auch. Und nun sind wir unterwegs in Kürze vom Passbild zum Fernsehbild. Na dann? Cut. Cut? Nee. Bleib dabei. Gut, Antenne. Jawohl, wie war das? Von der, vom Passbild bis zur Antenne. Digital. Media. Multimedia. Multimedial. Sind wir dabei, multimedial, Löwe, digital, bis zu HiFi-Klang, alles dabei, an der Wand hängt schon eine HiFi-Anlage, die dann voll integriert wird ins System. CD? Auch CD, DVD, Festplatte. Ja. Und wie machst du die Aufträge drauf, dann schiebt er auf? Nein, nein, das macht Bang & Olufsen. Die CD kommt hier seitlich an. Weil dann gibt es auch nicht, da hebst dann das Klo so auf oder so. So, braucht er nicht, der hat eine eingebaute DVD-Platte, der arbeitet über das Internet auch, der arbeitet über Rundfunkempfang, der kostet ja. In dem Fall. Ein paar Euro. Ja, umsonst ist er nicht, nein. Es gibt die Version auch ohne Festplatte, da liegt er bei 2,5 etwa. Mhm. Kennst du denn von Sony den 200-fach CD-Player? Den habe ich älter, ne? Nein, der ist so groß. Nee, aber älter ist er schon. Warum denn? Jetzt ist er gar nicht mehr da. Und nebenbei bei Radio Wehkorn in Stadeln erleben Sie die Kunst. Zu einem Rundell wie so eine Cola, muss ich da nicht drin zu drehen. Aber ich glaube, das ist eine super, super Sache. Ja, aber die Mechanik war sehr empfindlich. Die hat es damals. Unter dem Motto Kunst und Technik. Immer ein Besuch wert. Von der Antenne zum Passbild und zum Fernsehbild. Unterwegs mit dem Filmbike galacom.tv. Kommunikation ohne Grenzen.